Was wäre, wenn die meisten Besucher auf deiner Internetseite direkt kaufen würden? Mit diesen 5 Tipps aus der Verkaufspsychologie kannst du die Conversion-Rate auf deiner Internetseite steigern. Mein Name ist Phil Posch, ich bin Gründer und Geschäftsführer der Posch Consulting GmbH. Wir machen Suchmaschinenoptimierung für Hersteller, Händler und Dienstleister mit einem vertrieblichen Ansatz. Das heißt, es geht nicht nur darum, mehr Besucher auf die Internetseite zu holen, sondern Besucher zu überzeugen und in Anfrager und Nachfrager zu machen. Das heißt, die Verkäufe über deine Internetseite zu steigern. In der Verkaufspsychologie geht man davon aus, dass Menschen individuelle Motive haben für ihre Kaufentscheidung und die eben geprägt sind von gewissen Verhaltensmustern. Und diese Muster, die sind gerade im Bereich der Internetseiten, wenn es darum geht, auch Dinge immer wieder replizierbar zu machen, das heißt, Menschen zu erreichen und zu überzeugen, sehr klar abbildbar. Und 5 Muster davon, die du auch für dich einsetzen kannst, für deine Internetseite, die gebe ich dir heute mit. Starten wir mit dem ersten Thema, soziale Beweise. Wenn Menschen sehen, dass bereits andere Menschen erfolgreich mit deinem Produkt oder mit deiner Dienstleistung zum Ziel gekommen sind, dann haben sie eben eine bessere Möglichkeit, in dein Produkt zu vertrauen und finden einen einfacheren Einstieg, wenn es darum geht, diesen Kaufentscheid für dich, für dein Angebot zu treffen. Das heißt, wie kannst du das Ganze angehen, soziale Beweise zu schaffen, indem du eben Bewertungen zeigst, indem du Kundenstimmen zeigst, indem du gewisse Siegel zeigst und irgendwie diesen Bezug schaffst, dass Menschen sehen, andere Menschen konnten mit deinem Produkt zu ihrem Ziel kommen. Bei dem nächsten Muster geht es um das Thema Dringlichkeit. Also wenn du es schaffst, deiner Zielgruppe aufzuzeigen, dass es eine gewisse Notwendigkeit gibt, jetzt zu handeln. Du kennst das mit Sicherheit von Online-Shops, wo es nur eine begrenzte Anzahl an Produkten gibt oder von, weiß nicht, Webinaren, Coaching-Angeboten, wo du siehst, du kannst nur noch innerhalb der nächsten x Stunden auf einen rabattierten Preis zurückgreifen. Damit habe ich jetzt quasi sogar schon 2 Muster aufgegriffen. Das eine Thema über die Rabatte und einmal eben über dieses Zeitfenster. Somit kannst du es eben schaffen, dass mit diesem Gefühl der Dringlichkeit, ich muss jetzt ins Handeln kommen, ich muss jetzt was machen, die Kontaktaufnahme zu dir eher stattfindet und Menschen das Angebot in Anspruch nehmen, als sie es sonst üblicherweise tun würden. Der dritte Punkt ist das Thema klare Call to Actions. Ich hatte gerade heute Morgen noch einen Termin mit einem Unternehmen, wo es darum ging, dass die Internetseite sehr viel Geld gekostet hat, eine sehr umfangreiche Internetseite aufgebaut wurde von einer Werbeagentur und es gab schöne Bilder, es gab einen schönen Aufbau, tolle Effekte. Aber irgendwie konnte ich nicht mit dem Unternehmen in Kontakt treten. Also außer, dass es oben irgendwo ein Kontaktfeld gab oder unter den Bildern noch mehr erfahren Buttons, hatte ich keine Möglichkeit, einer klaren Handlungsaufforderung zu folgen. Und genau das ist das, was du immer berücksichtigen solltest, dass ich eben nicht nur sehe, was du anbietest, dass ich nicht nur Wissen vermittelt bekomme oder dein Angebot aufgelistet bekomme, sondern dass ich immer auch zum Handeln geführt werde, also jetzt anfragen, jetzt kaufen, jetzt Termin vereinbaren, also mit einer ganz klaren Handlungsaufforderung dahingehend geleitet werde, was ist jetzt der nächste Schritt. Du kannst sogar so weit gehen, auch diese Call to Actions, das ist ein weiteres Muster, was in diesem Muster sich ergänzend hinzufügen lässt, auch direkt anzukündigen, nur noch einen Schritt notwendig, nur noch das Formular ausfüllen. Und genau das ist eben ein Muster, was sehr wichtig ist, damit Anfragen überhaupt bei dir ankommen können, und wo sehr, sehr, sehr viel Potenzial häufig liegen gelassen wird. Das nächste Muster ist das Thema visuelle Elemente, um eben auch sich selber vorzustellen und vorstellen zu können, wie wäre es, wenn ich dieses Produkt im Einsatz habe? Wie sieht dieses Produkt, die Dienstleistung aus, wenn es erfolgreich funktioniert? Und genau da ist es auch für Menschen wie mich übrigens sehr hilfreich, wenn man eben sieht, okay, ach, so wird das eingesetzt, ach, da kann man das für verwenden. Okay, dieses Tool, diese Software ist auch für den Einsatzzweck geeignet. Dieses Produkt kann ich auch beispielsweise zweckentfremden für den oder den Einsatz. Aber dass genau das im Zusammenspiel auch mit den anderen sozialen Elementen, die ich eben angesprochen habe, mit diesem Trust, einfach sehr, sehr gut eben auch zielgruppenspezifisch verwendet werden kann, um dein Produkt, dein Angebot an den Mann zu bringen und auch Vertrauen in sich selber zu haben. Okay, das wird dann auch vielleicht für mich funktionieren. Also gerade dieser Punkt Vertrauen in sich selber, das ist vielleicht auch dieser entscheidende Aspekt dabei. Du musst dir einfach vorstellen, da kommt jetzt jemand auf deine Internetseite, sieht ein Produkt und im besten Fall kann er eben auch nachvollziehen, wie kann ich das ganze Ding denn auch für mich anwenden, und das solltest du dir immer vor Augen halten. Der 5. Aspekt, nutze Emotionen. Also ergänzend zu den Bildern, den sozialen Trust-Elementen, du merkst es schon, das greift irgendwie alles ineinander zusammen. Geht es einfach darum zu sagen, man schafft es, irgendwas in dem Gegenüber auszulösen. Und
Wenn du dir einfach vor Augen hältst, jemand kommt auf deine Internetseite, sieht ein Angebot, sieht, wie es eingesetzt wird, hast du jetzt über die richtige Bildsprache und auch das richtige Wording, den richtigen Text auf deiner Internetseite die Möglichkeit zu schaffen, dass jemand sich in einen Emotionszustand versetzt fühlt. Und das solltest du beachten. Also es geht nicht nur darum, platt irgendwie Texte für die Internetseite schreiben zu lassen oder auch für die Suchmaschinen vorbereitete Texte zu schreiben, sondern immer zu berücksichtigen, wie schaffe ich es, dass mein Gegenüber in eine Emotion versetzt wird, die ihn anregt, Kontakt aufzunehmen, eine Anfrage abzuschicken, etwas runterzuladen, einen Termin zu vereinbaren, was auch immer du von deiner Zielgruppe erwartest. Genau das ist im Prinzip der Hebel, der deine Internetseite auch als Vertriebsmitarbeiter aktiv werden lässt. Weil am Ende des Tages ist es ja genauso auch im echten Gespräch. Ein Vertriebsmitarbeiter sitzt vor dir und wir kaufen von Mensch zu Mensch. Das ist natürlich jetzt so mit deiner Internetseite nicht möglich, aber du kannst dir genau diese Schwerpunkte, die auch in einem persönlichen Gespräch stattfinden, zunutze machen, sie ins Internet übertragen und damit eben den Einstieg zur Kontaktaufnahme ermöglichen. Das waren jetzt mal 5 Aspekte, die wir zum Beispiel einsetzen, die wir auch berücksichtigen, wenn es darum geht, Inhalte für unsere Kunden aufzubereiten und vor allen Dingen uns eben auch davon abzusetzen, einfach nur zu sagen, ja, wir bringen dir Besucher, wir bringen dir Traffic, weil das ist für uns, wenn man so will, die leichteste Kunst. Es ist eigentlich viel entscheidender, die richtigen Besucher mit dem richtigen Gedanken auf deine Internetseite zu holen und auch zum Handeln zu bewegen mit dem Ziel und Zweck, den du eben erwartest. Wenn es darum geht, eine Anfrage zu senden oder eben mit dir in Kontakt zu treten, dein Produkt an den Mann zu bringen, in deinem Markt ein relevanter Antwortgeber zu werden und dein Produkt natürlich auch erfolgreich zu verkaufen. Wenn das Ganze für dich interessant ist und du mal auch ganz konkret Handlungsempfehlungen für dich, deine Internetseite und dein Angebot bekommen möchtest, schau gerne mal auf unsere Internetseite www.philposch.de. Hier kannst du dir eine kostenlose Potenzialanalyse buchen, in der wir uns ganz konkret das für dich in deinem Markt ansehen und sogar schon im ersten Termin eine erste Strategie für dich ausarbeiten. Also, ich freue mich aufs Gespräch. Bis dahin, dein Finn.